Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir gemeinsam mein Geburtstagsgeschenk auf das ich wirklich lange gewartet habe. Ich habe mir es gründlich überlegt und leider ist es letztendlich nicht genau das geworden, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Leider, ich habe 2,5 Jahre drauf gewartet und ich habe keine Chance. Jedenfalls versteht ihr gleich besser, was ich meine. Ich habe mir eine neue Tasche bei Louis Vuitton gekauft und die Tasche, die ich eigentlich schon die ganze Zeit möchte, ist weltweit ausverkauft. Letztendlich habe ich mich jetzt dann für diese hier entschieden und ich glaube, es war definitiv die beste Entscheidung oder die bessere Entscheidung. Warum, wieso, erkläre ich euch gleich. Ich denke, ich werde euch am Ende des Videos auch einen kleinen Disclaimer noch reinstellen und noch ein bisschen was drüber sagen. Aber jetzt packen wir erstmal dieses Schmuckstück hier gemeinsam aus. Und ja, es ist natürlich total aufregend gewesen. Mein Geburtstag, der war ja nicht wirklich schön dieses Jahr, leider. Wer mir schon länger folgt, der weiß warum. Ja, deshalb habe ich da nicht gefeiert und ich habe auch keine Geschenke bekommen und so weiter. Ganz egal, jetzt war es soweit und jetzt habe ich mir dieses Schmuckstück hier geholt. So sieht das Ganze jetzt aus. So, und zwar war ich in Frankfurt und die eigentliche Tasche, die ich gerne wollte, die ist wie gesagt weltweit ausverkauft und ich war dafür in Mailand, also nicht extra in Mailand. Vor 2,5 Jahren waren wir in Mailand und da bin ich extra in die Umberto Emanuele Passage zu Louis Vuitton und habe geschaut, ob es die da gibt. Ich war in München, in Berlin, überall und habe immer mal wieder nachgeschaut, ob es die Tasche gibt. Aber wie gesagt, ich hatte leider Pech. Und zwar wollte ich eigentlich die Monogramm Canva Pochette Métis, aber ja, wie gesagt, die gibt es halt leider nicht. Und deshalb ist es jetzt diese hier geworden. So sieht die aus. Wunderschön, wie ich finde. Und ich denke, dass ich mit dieser Tasche in dieser Farbe definitiv mehr Freude haben werde, weil sie doch zu mehr kombinierbar ist, meiner Meinung nach. Und die hier sieht jetzt so aus. Hier ist noch das dabei. Und zwar wollte ich die dann so crossback tragen. Kann man natürlich beidseitig tragen, keine Frage. Und ich hatte verschiedene Reviews gesehen zu der anderen Tasche. Und da war es so, dass viele gesagt haben, dass eben dieser Schultergurt eher hart ist, nicht so angenehm zu tragen, dann auch stört. Und deswegen, ja, bin ich jetzt auch froh, dass es quasi diese hier geworden ist. Das ist, wie ihr sehen könnt, schön angenehm, ganz toll von der Verarbeitung her. Innen wollte ich euch das auch nochmal zeigen. Viel Platz, ideal für tagsüber, aber auch für abends, wenn man schick unterwegs ist, aber auch sportlich. Ich finde, man kann beides gut kombinieren und farblich eben viel besser als jetzt die braune. Wobei die wirklich ganz, ganz lang ganz oben auf meiner Wunschliste stand. Aber jetzt bin ich so, so froh, dass es dann doch diese hier geworden ist. Hier hinten hat man dann noch Platz mit diesem Reißverschluss. Da kann man auch einiges verstauen. Hier seitlich sieht das Ganze so aus. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Größe. Und dann hat man hier noch ein Fach für Papiere zum Beispiel. Das Handy kann man reinpacken, einen Geldbeutel. Also es ist im Prinzip genau die richtige Größe. Was mir allerdings gleich negativ aufgefallen ist, schon im Geschäft, war, dass wenn nicht viel drinnen ist, dass man sie dann schlecht schließen kann, ne? Also das ist dann eher schlecht. Man braucht drinnen tatsächlich so ein bisschen Widerstand, sodass man sie dann besser schließen kann. Hier ist noch der Staubbeutel dabei. So sieht das jetzt aus. Da kann man die Tasche dann reinpacken. Aber wenn sie jetzt dann ständig in Gebrauch ist, so wie es jetzt bei mir sein wird, brauche ich den eigentlich nicht. Den packe ich auf Seite. Also gut, das ist also mein Geburtstagsgeschenk jetzt gewesen. Ich denke, ich werde sehr lange Freude damit haben. Und ich möchte das Video jetzt gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, das kleine Unboxing. Und zu dem kleinen Disclaimer, den ich eigentlich noch hinzufügen wollte. Auch das möchte ich gar nicht weit in die Länge ziehen. Das wollte ich eben noch ganz kurz hinzufügen, was ich eigentlich nicht machen brauche. Es ist keine Rechtfertigung, aber als ich noch jünger war, niemals, ja, das für möglich gehalten, so viel Geld für eine Tasche auszugeben. Also das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, ja. Und es ist tatsächlich unglaublich viel Geld, gar keine Frage. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel und sehr gründlich, sehr lange drüber nachgedacht. Es war sehr, sehr lang auf meiner Wunschliste, dieses Schätzchen hier. Und ja,
Letztendlich wollte ich dieses Video auch gar nicht online stellen, beziehungsweise wollte es nicht abdrehen. Mich hatten dann aber viele gefragt, ob ich es nicht zeigen könnte, was ich mir denn zum Geburtstag gekauft habe. Ich war so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich möchte keinen traurig machen, für den vielleicht so ein Schätzchen ganz weit entfernt ist, sowas zu kaufen, sich das aber gerne auch kaufen würde oder sich wünscht. Und dann habe ich aber gedacht, ja, es ist schwierig, dann dürfte ich ja gar nichts mehr machen hier, weil es immer irgendjemanden gibt, der leider benachteiligt ist. Und ja, ich habe da fleißig für gearbeitet und jetzt habe ich mir diesen Traum eben erfüllt. Und ich denke, alle, die sich mit mir freuen können und sich mit mir freuen, auch wenn es nicht euer Geschmack ist, ja, die sind hier genau richtig und ich habe ja eine ganz, ganz tolle Community und deshalb gehe ich davon aus, dass ja, es jetzt nicht so ein schlimmer Neidfaktor da draußen gibt. Durch dieses Video, in Amerika ist es selbstverständlich, solche Videos online zu stellen. Hier in Deutschland habe ich auch einige gesehen, also ganz, ganz viele, aber es kommt dann doch bei manchen nicht ganz so gut an, beziehungsweise ist eher so negativ behaftet, ne, wenn man da so viel Geld für eine Tasche ausgibt. Aber wie gesagt, es soll keine Rechtfertigung sein. Ich muss mich für nichts entschuldigen. Wie gesagt, ich habe es keinem aus der Tasche gezogen, wortwörtlich. Ne? Ich selbst habe dafür gearbeitet und habe mir diesen Traum erfüllt. Okay, meine Lieben, also dann würde ich sagen, werdet ihr mich in Zukunft öfters noch mit meiner Tasche sehen auf Instagram oder eben in meinen Vlogs. Ich hoffe, dass euch dieses Video hier gefallen hat, dieses kleine, aber feine Video für mich, was ganz Besonderes. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt nur das Beste und sag mal bis bald. Tschüss!